Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Harvest Moon DS. Und ich liege wie immer in meinem Zimmer. Ich weiß gar nicht, warum ich damit immer anfange in dieser Folge, aber es ist immer so. Und vor allem, Leute, es ist doch der gleiche Tag von gestern. Es ist gar nicht früh morgens, ja? Es ist der gleiche Tag von gestern. Was für ein wundervolles Intro. Ich wollte mich mal ganz kurz gucken, bevor ich mich in die Federn haue, was ich noch kurz hier energietechnisch machen kann. Ich habe hier noch Energie, Leute. Ich habe noch voll Energie. Und ich denke, ich sollte hier auf jeden Fall auch hier meine Sachen wieder abgrasen. Ja, das ist super wichtig, finde ich, die Gräser, sowas alles mitzunehmen. Und ich habe auch irgendwie Lust, ich weiß nicht, ob ich das schon schaffen würde, ne? Aber wenn ich jetzt vielleicht die Gräser mitnehme, dass ich vielleicht mal in die Mine gehe. Also die schwierige Mine mit den mehreren Ebenen. Weil die eine, die ich habe, die hat ja nur 10 Ebenen und die andere hat, glaube ich, 255 und dann kommt irgendwas schon, ich weiß gar nicht, ob die dritte schon. Oh, ich weiß nicht, da gibt es auch eine über 1000. Also ich bin auch gerade unsicher, wie es jetzt genau war mit den Sachen. Das habe ich halt vor Ewigkeit gespielt, dieses Spiel. Aber irgendwie, so Mine hätte ich schon mal wieder Bock, so ein bisschen da rumzuhuscheln. Ja. Und das Schlimme ist, die Gräser, die müsste ich eigentlich mal essen, weil es dafür eigentlich Wichtel gibt. Aber ich möchte die eigentlich nicht essen, weil es sind halt die guten Gräser. Die möchte ich momentan immer noch verkaufen. Andererseits brauche ich die Wichtel. Das ist schwierig, Leute. Das ist schwierig. Hua. So. Was ist hier? Ist hier noch wer am Start? Nee, ist viel zu spät, ne? Ist hier noch wer in der Mine? Ist hier noch Action? Keiner da. Ja, gucken wir mal. Also vielleicht machen wir das jetzt einfach am nächsten Tag. Mal gucken, was morgen mit meinem Gemüse am Start ist. Und das waren vielleicht auch nicht immer sämtliche Gräser jetzt. Oh, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr. Scheiße, Leute, jetzt kann ich nicht mehr zu Fuß nach Hause gehen. Mit dem Teleport, sondern der muss zu Fuß gehen. Na gut, dann machen wir das schnell. Entschuldigung. So, ich habe momentan echt so eine Kribbelnase. Ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich gegen gar nichts allergisch, aber irgendwie momentan ist das ein Thema bei mir. So, schnell nach Hause, dann in die Federn. Hier ist Unkraut, ne? Das nehme ich doch mit. So. Ah. So, schlafen. Bereit ins Bett zu gehen? Jawohl. So, okay. Erstmal Standard, Leute. Ich gucke jetzt immer den Wetterbericht an. Safety first. Da. Nee, das ist der Lernkurs. Ich mache es immer falsch. Guten Morgen. Das Wetter für morgen. Okay, morgen gibt es wieder Sonne satt. Oh, mein Ball, ne? Der Thomas steht auch echt alle zwei Tage vor meiner Tür und der Ball liegt immer bei ihm. Warum? Was passiert denn nachts immer? Der lag davor noch da. Ja, komm, gib mir einfach den Ball und geh. Bitte hau ab. Mann. Ist doch nicht wahr. Immer das Gleiche hier. Oh. Was nun? Oh, ein Wichtel. Hi. Ich bin wieder zurück. Jack, danke fürs Zurückbringen. Ich werde mich nützlich machen und dir helfen. Das ist gut. Das freut mich. Oh nein, ey. Meine Hühner, ne? Hier kommt es beide in den Stall. Wo ist das andere Huhn? Oh, da guckt mal ein Ei. Leute, ein Ei. Das brüten wir jetzt aus. Nein, ich hab's gegessen. Nein! Scheiße. Nein, ich habe das Ei gegessen. Ich habe es einfach aufgegessen. Ich wollte es doch ausbrüten. Oh nein. Einfach eiskalt. Leute, eiskalt geschrapselt. Oh Mann. Oh Scheiße. Scheiße, Scheiße. Aber egal. Hilft nichts. Hilft nichts. Ja, ich brauchte ein paar Proteine. So. Guckt euch das mal an, wie das hier wächst, ne? Der Mais hier, Leute, der Mais. Der Mais ist der Shit. Die wachsen richtig gut und die Kartoffeln. Ich glaube, sind das hier die Kürbisse gewesen? Oder sind das die Tomaten? Ich kann es euch gerade echt nicht sagen. Oh, anstrengend. So. Blub. So.
Habe ich die gestern nicht mehr gegossen da hinten? Den Laden hier, die zwei? Ach doch, die waren ja separat. Die kamen erst später. Ich nehme alles zurück. So. Okay, gut, das hätten wir. Hallo Pferdchen. Ach scheiße, ich wollte noch was bei Karen kaufen im Laden. Die hätten es heute, glaube ich, wieder zu, weil Dienstag ist. Die haben doch am Dienstag immer zu. Ja, immer das Gleiche. Aber ich wollte noch mal bei der Jodel Ranch schauen. Ne, die hatten nur... Wo gab es denn noch die Bürste für die Tiere? Ach nee, das habe ich wieder bei Jodel Ranch angerufen. Oh nein, oh nein. Geflügelfarm nochmal gucken. Ansonsten dann... Okay, dann gab es doch bei Dings, oder? Ach nee, Leute, hier bei... Bei Grey gab es doch die Bürste. Genau, da ist sie. Die brauchen wir mal. So, sehr gut. So, einmal das. Und ich glaube, den Hammer können wir noch nichts weiter machen. Den werden wir jetzt erstmal ein bisschen skillrun. Kann ich eigentlich drin angeln in dem Ding? Scheinbar nicht. Oh, ein Wichtel. Ein Wichtel im Teich. Riviera. Hallo, ich bin zurück. Jack, danke fürs Zurückbringen. Juhu. Sehr gut, aber kann ich jetzt angeln? Nee, kann ich, oder? Oder ich bin einfach zusammengebrochen. Hier fährt. Nimm Unkraut. Ich wollte... Achso, ich hab sie in die Satteltasche geworfen. Ich wollte... Na gut, finde ich gut, nehme ich. Hallo. Ich bin wieder zurück. Jake, danke fürs Zurückbringen. Kevin. Hallo, Kevin. Hurra. Oh, jetzt habe ich es weggeworfen. Aber ich wollte es... Wie gesagt, ich wollte es eigentlich in die Satteltasche packen. Egal. Wir huscheln jetzt mal... Ich frage mich gerade, warum ich das Pferd eigentlich mitnehme. Aber jetzt bin ich schon mal unterwegs mit dem Pferd. Wie ist denn das, wenn ich jetzt einfach abhaue, ne? Bleibt das dann hier? Ich hänge irgendwie fest. Oder finde das zurück? Ich möchte das Kraut mitnehmen, danke. Ich komme leicht dran an das Kraut. So, wir machen jetzt noch mal kurz hier unsere flotte Tour. Einmal Gräser looten. Und dann gehen wir in die Mine. Ich will da so runter. Jetzt bin ich ganz an der Seite. Also so präzisionsmäßig ist es schwierig mit dem Tool. So. Da ist auch ein Blümchen, das nehmen wir trotzdem mit. Ja, ich glaube trotzdem, also ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich auch, ne? Aber ich glaube, in der Mine kann man echt am meisten Schotter machen, oder? Ha. Das gilt es zu eruieren. Gucken wir mal. Oh, hier eine gute Himbeere. Eine Riesenhimbeere. Ich liebe die Riesenhimbeeren. So. Da, 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 da. Gut, lass uns mal in die Mine gehen. Oh nee, das sehen wir noch. Das sehen wir noch mit. Hölzchen aufs Stöckchen ist hier ein Thema. So. Jip. Hallo, Carter. Ich muss hier mal vorbei. Ach ja. Warte mal. Das war ja die Geschichte mit dem ollen Küken hier. Ich erinnere mich. Ich hoffe aber einfach, dass ich jetzt hier schnell irgendwie in ein Loch falle. Nope. Hat doch Glück gehabt. Level 10. Oh, das ist schön. Sind wir ein bisschen weiter geflogen. Oh, hier sind wir die Horrorhühner. Oh, die sind aber... Oh, guck mal, wie viele es sind. Oh, Gottes Willen. Oh, Gottes Willen. Nein, 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 nein. Wo ist hier ein Loch? Ich muss hier irgendwo reinfallen. Ich muss hier irgendwo reinfallen. Oh. Ich krieg die doch niemals kaputt. Hier muss doch irgendwo was sein. Ganz außen. Oh Gott, sind die garstig. Guck mal, wie garstig die sind. Okay, ich glaube, ich werde hier nicht glücklich, was so den Fall angeht. Ich brauche mal meine Hacke. Muss die Leiter finden.
Oh, scheiße. Ich muss nach oben. Die haben mich schon... die Musik ist schon wieder völlig im Eimer. Wie geht das denn? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist echt das Umherreisen, glaube ich, mit dem Teleportstein. Das darf ich nicht mehr machen, wenn ich in die Mine möchte. Boah, das war jetzt aber ein kurzer Tag, Leute. Das war so nicht gedacht. Okay, dann reiten wir nächstes mit dem Pferd da hoch. Verdammt. Da war schon nichts im Handbuch. Hallo, Flora. Heute wird einmal nicht gerammt. Was sollen wir machen? Hier, wer ist? Ich hab hier so... Vielleicht magst du das? Wahrscheinlich eher nicht, weil du Flora bist und du magst eigentlich nie was ich dir gebe. Dankeschön. Okay, nee. Mein Pferd. Hallo. Warte, Pferd. Warte. Komm hier. Wir müssen mal nach Hause. Wir müssen mal abgeben hier. Wir müssen schlafen gehen. Wir können heute nichts mehr machen. Wir sind völlig im Eimer. So. Nur aber. So. Was machen unsere Pflänzchen? Ach, guck mal. Sind die schon fertig? Nein. Doch, unsere Zwiebeln sind schon fertig. Lell. Das geht jetzt aber flott. Gott, die ersten Zwiebeln, die sind aber schön. Findet ihr nicht? Die sind ja wohl wunderschön. Wunderschöne Zwiebeln. Da kann ich ja gleich was Neues hinpflanzen, in der Theorie, wenn ich noch was habe. Kürbissamen. Und das waren die Gurkensamen für den Frühling. Frühling, 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 Frühling. Nehmen wir noch so ein paar Kürbissamen. So, Gießkanne. Gieß, gieß, gieß. Okay. Hallo, Pferdchen. Achso, ich habe auch so eine Bürste jetzt für dich. Wollte ich gleich mal gucken. Aber erstmal gießen. So, erstmal Blümchen gießen. Aber ich habe schon wieder alles so voll. Ich muss. Der Tag hat einfach viel zu wenig Stunden, Leute. Merkt ihr das? Das ist bei Harvest... Oh, jetzt habe ich ganz falsch gegossen. Das ist bei Harvest Moon ein Thema. So. Ja, anstrengend ist das hier. Und hier die drei Felder noch. Ne, vier sind es, Entschuldigung. So. Oh, schon wieder kaputt hier. Meine Güte, Jake, so geht das nicht weiter. Oh. Völlig im Eimer nach dem morgendlichen Blumengießen. Guck mal, sie haben Eier gelegt. Sie haben beide Eier gelegt. So. Jetzt werde ich dieses Ei aber ausbrüten. Ha, guck mal. Jetzt wird es gebrütet. So, das Ei, das hier, packen wir in den Kasten hier. Genau, den Apfel auch. Kuriert. Genau, das werde ich essen. Das werde ich behalten jetzt. Ist giftig, das gebe ich ab. Okay, da sind die Müdigkeit. Sehr gut, das behalte ich. Die gebe ich ab. Und die Zwiebeln. Was ist das hier? Baut Aufbau auf. Aufbauer. Baut Ausdauer auf. Ich wollte mal gucken, ob ich jetzt die. Die Bürste. Kann ich die auch für die Hühner benutzen? Nein, oder? Nein. Das ist nur fürs Pferdchen. Pferd! Wo bist du denn? Wo ist es denn? War doch gerade noch hier auf der Ecke. Das ist immer so schnell weg. Ach, den hatte ich ja schon. Hallo, Pferd? Bin ich dran vorbeigelaufen? Scheint so, ne? Kein Pferd da. Katze? Hallo, Kater, komm hier. Wo ist mein Pferd? Ich sollte das wirklich mal in den Stall stecken, denn es ist auf jeden Fall immer da und muss sich suchen. Da ist es ja. So, warte mal. Haha, sehr gut. Und jetzt gehen wir nach oben. Oh, hier muss ich noch mal kurz absteigen. Ich muss die Kräuter mitnehmen. Oh, jetzt habe ich es gegessen. Schade. Ach, ist dumm, wenn sowas passiert. Gut, hier ist jetzt weiter nichts. Gehen wir mal nach oben. Bin ich überhaupt richtig gerade? Ja. Ich denke jedes Mal, ich musste anders schon die erste Kreuzung rein, aber es ist ja erst die Quelle oben. Wir sind hier schon richtig. So.
Ach, ne Moment, Leute, das muss ich noch machen. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Ich muss noch im Shop was kaufen. Bei Karen, wo ist das Pferd jetzt hin? Weg. Gott sei Dank. Ich musste ein paar Tage hintereinander was bei Karen im Shop kaufen, um den Wichtel freizuschalten. Und ich vergesse das immer. Wenn wir schon da sind, dann bringe ich was für... Es gibt so ein paar Tricks und Kniffs, was man so machen kann. Und wie gesagt, Flora ist auch so ein Punkt dafür. Wir brauchen Flora, ihre Freundschaft. Oh Gott, das ist ein furchtbares Deutsch gewesen. Wir brauchen Floras Freundschaft, weil die uns später eine Thermalquelle freischaltet. Das ist alles... Es ist alles deep, deep, deep. Erstmal brauchen wir jetzt den Supermarkt. Hallo, Karen. Ich brauche mal so ein bisschen Currypulver. So, tschüss. So, mal gucken. Ich weiß gar nicht, also es müssen nicht 10 Tage am Stück sein, aber 10 Tage insgesamt müssen wir bei Karen mal was gekauft haben. Und ja, das hilft nicht. Das müssen wir jetzt immer jeden Tag machen. Das vergesse ich nämlich immer. Ja, es ist nicht gut. Hallo Katja. Ich muss in die Mine. Ich muss ein bisschen scheffeln. In der Mine. Flop. Ach so, das ist Flora. Guck mal, Flora, ich habe dir ein bisschen Currypulver mitgebracht. Mir wurde gesagt, das magst du. Oh, Entschuldigung, das war das Falsche. Hier, das ist das Richtige. Jetzt habe ich es gegessen. Warte mal, hier so. Hey, das mag ich, weißt du? Dankeschön. Ich weiß, Flora. Oh Gott, warte, ich brauche erstmal meine... ich brauche mal mein Ding hier. So. Lass mich hier irgendwo runterfallen, bitte. Ich will nicht gegen das Küken kämpfen. Die Käfer sind ja echt das Schlimme, ne? Aber diese Küken, weil die einen halt so verfolgen, man kann dann irgendwann nicht mehr ausweichen, weil man halt, blödes Scheißhuden. Verdammt. Es hat's geschafft. Komm schon, ich muss hier irgendwo runterfallen. Nein, nein. Ach. Es hilft nichts, es hilft. Komm, wir machen's kaputt. Das trifft mich auch immer wieder, das Mistvieh. Ich sag's euch. Das darf ich nicht essen. Das darf ich auch nicht essen. Das da will ich. Ja, genau. Das ist guter Stoff. Jetzt habe ich es wieder reingepackt. Nancy, was machst du denn? Jetzt habe ich es weggeworfen. So, damit esse ich es. Okay. Ah. Wow, ist das eine große Ebene? Wow, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einmal drin in dem Schwall, dass du hier angeditscht wirst, dann ist es sehr schwer, irgendwie wieder rauszukommen, gefühlt. Gott. Ich hab euch getreten. Ich hab euch doch. Also, guck mal. Ich brauche eine Ebene. Die Viecher, ne? Die Viecher, hör nicht auf. Ich bin schon völlig hier. Ich bin schon völlig am Ende mit den Nerven. Dieses Kackhuhn. Kackküken. Diese Hühner auf Speed, die denken, nee, es geht nicht. Meine Ebene. Oh. Geht nicht klar. Oh. Was, du? Ach, es gibt auch Wichtel? Nicht ernsthaft. Ich bin wieder zurück. Anime. Danke fürs Zurückbringen, Jack. Was ist denn lila für einer? Nicht sicher. Oh, hier, sie voll die Super-Action, Leute. Sie Super-Action. Hallo, kannst du mich hören? Oh, es geht los. Ich bin Erde. Und ich kümmere mich um Erntewichtel-Infos des Erntewichtel-Senders. Aha. Dank dir bin ich wieder hier, Jack. In dieser Show präsentieren wir die alle möglichen Informationen zu den verschiedenen Erntewichteln. Schalt uns regelmäßig ein und rette alle unsere Freunde. Bis später. Ich will jetzt mal reingucken. Krasser neuer Erntewichtel hier. Erntewichtel-Action. Nächster Lernkurs. Der ist das. Oh. Schönes Programm. Nichts geschieht. Oh, jetzt habe ich auch noch was weggeworfen hier. Na gut. Ich wollte aber eigentlich, ursprünglich wollte ich mal hier runtergehen. Ah, oh, da ist, da. Oh, guck mal, nur ein Huhn, ist das schön. Dass ich das nochmal erlebe. Ich frage mich echt, wie viele Kräuter ich essen muss, damit ich nicht immer instant wieder umfalle. Das ist unglaublich.
Oh shit. Oh shit. Oh. Komm, lass mich doch mal in so ein Loch fallen. Es dauert halt ewig, wenn ich mich wirklich mit jeder Ebene einfach runtergraben muss. Ist schon sehr, sehr unschön. Jetzt haben die hier doch wieder gewonnen. Aber hier scheint es, ich weiß nicht, oder ist... Ich habe natürlich... Ah, da ist der Punkt. Level 19, okay. Ah, guck mal, Level 25. Nice, Leute, nice. Uh. 35. Schön. Nee. Ich hab Hoffnung. Oh nein. Oh scheiße. Wir müssen hoch. Ah, Mist. Das hat mir auch gar nichts gebracht, außer dass ich ein bisschen meine Werkzeuge gestehlt habe. Naja, und wir haben Erntefittel bekommen. Das ist auch ganz, ganz nettes. Okay, aber ich glaube, da müssen wir echt noch ein bisschen mehr... Wir brauchen auf jeden Fall Nahrung, die wir mitnehmen. Also wirklich Gericht und sowas. Vielleicht ist... Wir sollten es wirklich für den Winter aufsparen mit der Mine. Weil das ist alles einfach noch viel zu... Meh. Oh, komm, wir hauen zu den Kobel, ihr Lieben. Und das heißt auch, wir müssen jetzt an dieser Stelle mit der Folge Schluss machen. Sonst wird das hier forever lang. Ja, lasst ein Abo da, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Natürlich hat es euch gefallen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Harvest Moon wieder. Habt einen wunderschönen Tag.